Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt und damit auch zu meinem allerersten Nintendo DS Let's Play. Ich dachte mir, während mein Kollege Gateclaw in Harvest Moon 3 seine Felder bestellt, kann ich dem ältesten Jagdsport-Hobby frönen, und zwar dem Angeln. Und lange Rede gar keinen Sinn, oder eher kurze Rede gar keinen Sinn. Wir berühren mal den Touchscreen und eröffnen ein neues Spiel und benennen unseren Charakter um, denn zumindest in dem einen oder anderen Spiel möchte ich mir doch diesen Luxus gönnen, auch wenn ich normalerweise meine Charaktere so belasse, wie sie sind. Aber das auch wirklich nur, wenn es sehr ja charakteristische Charaktere sind, also jetzt wie Claude oder Hamtaro, also die halt schon einen gewissen Namen haben in der Spiele-Community, was ich jetzt nicht glaube, dass das bei Harvest Fishing der Fall sein wird. Und wir nennen unseren Freund Niku. Ich denke, den würde ich so als Standard-Männchen-Namen, ja, als Standard-Männernamen lassen, sofern es irgendwie passt. Also wenn es halt ein Junge ist oder so ein knuffiger SD-Charakter. Ansonsten denke ich mir was anderes aus. Ja, der Name ist richtig so. Und da hat jetzt das erste Mal mein Emulator gehangen. Pfui. Pfui. Sarah! Oh, Niku! Du bist ja heute schon früh munter. Gehst du spazieren? Verstehe. Ich betreibe mal wieder Forschung, wie üblich. Bestimmt hast du Hunger. Da fällt mir ein, ich hatte doch Yuna versprochen, dass wir heute zusammen frühstücken. Sagst du ihr bitte, dass ich komme, sobald ich hier fertig bin? Da bin ich. Oh, Niku? Yuna? Ach so, du warst in Yunas Zimmer, Niku. Das ist aber ungewöhnlich. Yuna schläft noch? Yuna, wach doch auf. Es ist heller Tag. Ja, stimmt doch was nicht. Was ist hier nur los? Sie sieht nicht krank aus und sie hat auch kein Fieber. Aber warum will sie denn gar nicht aufwachen? Beruhig dich, Niku. Jetzt warten wir erst einmal ab. Also wirklich, was ist nur los mit Yuna? Hey, Niku. Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich den Wald erforsche, nicht wahr? Ich habe mich im Rahmen meiner Untersuchung bei verschiedenen Leuten erkundigt und viele sagen, dass es im Wald Geister, Monster und andere seltsame Dinge gibt. Wenn das, was sie erzählen, wirklich wahr ist, könnte Yunas Zustand auf gewisse Einflüsse in diesem Wald zurückzuführen sein. Ja, das ist auch genau der Plot, den ich erwarte bei einem Spiel, das Harvest Fishing heißt. Geister, Monster
und merkwürdige Zaubereien. Seems legit. Entschuldigung. Wenn das stimmt, sollten wir am besten mit allen Leuten reden, die dort wohnen. Na schön. Wenn wir beide bloß hier rumstehen, erreichen wir gar nichts. Wir müssen jemanden finden, der sich in diesem Wald richtig gut auskennt. Vielleicht erfahren wir auf diese Weise, was wir tun können. Aber übertreib dich, Neko. Wenn du müde bist, komm hierher zurück und ruh dich aus. Und vergiss nicht, mit Yuna zu reden. Das tut dir bestimmt gut. Also schön, ich geh dann mal los. Falls du mich brauchst, findest du mich dort, wo du mich vorhin getroffen hast. Yay, ich darf jetzt endlich mal was machen. Das andere, das war alles gerade Sequenz. Und ich muss sagen, es ist eins der hässlichsten Häuser, das ich je in einem Videospiel gesehen habe. Es tut mir leid. Also grüne Tatami-Matten gehen ja mal gar nicht. Ich mag zwar grün, aber das geht mal überhaupt nicht. Kann ich noch was mit dem Telefon machen? Okay, so renne ich. Ich spiele das jetzt auch gerade wieder mit meinem Controller. Einfach, weil ich sowas immer leichter finde. Nee. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze hier zusammenschneide. Also, weil ich glaube, den oberen Bildschirm braucht man nicht unbedingt. Also, ich spiele auf dem unteren. Das Ding da oben ist auf dem oberen. Ich muss noch gucken, wie ich das dann schneide, dass man da auch ordentlich was sieht. Hat sie was im Mülleimer? Nein. Kann ich an ihren Schrank? Nein. Warum soll ich mit ihr reden? Erzählst du mir alles, was passiert ist? Ich dachte, sie schläft. Ist noch nichts passiert, aber ja. Ah, okay, bei ihr speichere ich. Gut zu wissen. Kann ich die Vase mitnehmen? Nein. Was ist das? Eine Lampe? Ich bin Anfänger. Und ich habe 5 Säcke mit Fischen. Was auch immer das bedeutet. Und ich habe eine Overworld. Yeah. Mit viel Wasser und Grün. Neko. Was ich dich eigentlich schon längst fragen wollte. Weißt du überhaupt, wie man angelt? Ha, das riecht nach Tutorial. Ich fürchte, Tutorial heißt, das müssen wir jetzt mitmachen. Ich hasse Tutorials. Aber auch nur dann, wenn ich sie nicht brauche in dem Moment. Ja, nun. Das dachte ich mir. Na schön, geh mir rüber zum Wasser. Warum weißt du, wie man angelt? Ich meine, ich weiß, wie man angelt, aber warum weißt du das? Wenn du dich entschieden hast, wo du angeln möchtest, nimm zuerst deine Rute zur Hand. Aber hallo! Berühre dazu Neko oder drücke die linke Taste, um die Rute zu ergreifen. Ja, wir drücken dann die linke Taste, weil sonst muss ich immer mit der Maus hier in den Bildschirm rumklicken und das nervt. Dann wirfst du die Angel aus. Ich bin ja schon froh, dass ich das eigentlich alles auch oder überwiegend mit den Tasten machen kann. Ich glaube, eine Sache kann ich nicht mit den Tasten machen. Um dich nur gerade auszuwerfen, drücke den A-Knopf, um dich nur besser zu führen. Berühre Neko mit dem Touchpad und schiebe diesen in die gewünschte Richtung. Daraufhin fliegt dein Haken so weit, wie es die Schnur zulässt, für einen kürzeren Wurf. Kannst du aber auch den A-Knopf drücken bzw. den unteren Bildschirm berühren, damit der Haken früher fällt. Nach dem Auswerfen berühre weiter den unteren Bildschirm und drücke den Y-Knopf zum Einrollen. Zum Einholen der Schnur drücke den A-Knopf oder fahre rasch mit dem Touchscreen über den Touchscreen. Oh Gott, ich darf jetzt meinen Doktor gemacht haben. Jetzt weißt du, wie man auswirft. Jetzt erkläre ich dir das Anhaken. Wenn der Fisch anbeißt, berühre den unteren Bildschirm oder drücke den A-Knopf, um ihn anzuhaken.
Wenn der Schwimmer wackelt, knabbert der Fisch am Köder, aber er hat noch nicht angebissen. Wenn du jetzt versuchst, ihn anzuhaken, wird er durchgehen. Also pass gut auf. Versuche erst ihn anzuhaken, wenn der Schwimmer ganz versunken ist. Das war's auch schon mit dem Anhaken. Jetzt erkläre ich dir, wie du den Fisch nach dem Anhaken müde machst und landest. Dann will ich es dir erklären. Hä? Habe ich es gerade falsch vorgelesen? Egal. Wenn ein Fisch anbeißt, erscheint der Angelbildschirm. Auf dem oberen Bildschirm siehst du die Szene im Überblick, sowie deine Statusanzeigen. Der untere Bildschirm zeigt dir den Fisch unter Wasser. Energieanzeige, Schnurspannung. Wenn sich der Fisch im zentralen Bereich des oberen Bildschirms befindet, erscheint ein Kurbelsymbol. Kurbelsymbol, ja. Wenn du dann die Mitte des unteren Bildschirms berührst und dort mit dem Touchpad immer wieder Kreise schreibst, wird die Schnur eingeholt. Wenn du den unteren Bildschirm nur berührst, stoppt die Kurbel und der Fisch kann nicht wegschwimmen. Hier berühren und kreisen. Okay, muss ich ja doch teilweise mit der Maus spielen. Ah, das ist okay. Wenn der Fisch viel Energie hat, wird er versuchen durchzugehen. Du kannst ihn nicht einfach einholen. Das würde die Schnur zu sehr spannen und sie zerreißen. Wenn die Schnur bis zum Zerreißen gespannt ist, hör auf, den unteren Bildschirm zu berühren. Dann schwimmt der Fisch einfach herum und du kannst warten, bis er ermüdet, bevor du ihn landest. Wenn der Fisch zu weit nach links schwimmt, erscheint auf dem oberen Bildschirm ein Pfeilsymbol. Ja. Wenn das passiert, berühre die rechte Seite des unteren Bildschirms, damit die Schnur gespannt wird und der Fisch dir nicht durchgeht. Wenn du die rechte Seite des Touchscreens weiter berührst, ermüdet der Fisch und wird zurück zur Mitte gezogen. Dann kannst du wieder versuchen, ihn zu landen. Wenn der Fisch zu weit nach rechts schwimmt, gilt das Entsprechende. Zieh den Fisch in die andere Richtung, bis er in die Mitte zurückschwimmt. Wenn das Kuppelsymbol erscheint, kannst du die Schnur einholen. Falls der Fisch noch sehr lebhaft ist, wird die Schnur durch das Ziehen stärker gespannt und könnte womöglich reißen. In diesem Fall solltest du ihm lieber mehr Schnur geben. Wenn du aber den Fisch bei geringer Spannung frei schwimmen lässt, könnte er entkommen, daher darf die Spannung auch nicht zu wenig werden. Wenn der Fisch nach links oder rechts zieht, erzeugst du mehr Kraft, je mehr du dich dem Rand des Touchscreens näherst. Achte mal auf die Spannung der Schnur und die Position des Fisches. Oh Gott! Bisschen schneller, 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 schneller. Wie muss ich das jetzt machen? Mach ich es gerade falsch oder? Kann ich kurbeln? Nö. Das sind komische, lustige Dinger. Geräusche. Die man nicht hört. Kurz gesagt, wenn der Fisch zu weit links oder rechts ist, halte dagegen, indem du im unteren Bildschirm die entgegengesetzte Seite berührst. Mach den Fisch müde und führe ihn zur Mitte des oberen Bildschirms. Dann berühre die Mitte des unteren Bildschirms und bewege den Touchpad im Kreis, um den Fisch mit der Kurbel einzuholen. Wenn der Fisch in deiner Reichweite ist, kannst du ihn aus dem Wasser ziehen. Wenn du einen Fisch fängst, erhältst du dafür Sonderpunkte SP, die du sammeln und für Objekte eintauschen kannst. Alles klar? Ach ja, und was die gefangenen Fische betrifft, wenn du mir eine bestimmte Anzahl von Fischen bringst, bekommst du dafür eine Karte von dieser Art Fisch. Die Karten enthalten Informationen zu den verschiedenen Fischen. Vielleicht hilft dir das ja ein wenig. Und hier habe ich noch ein Geschenk für dich.
Du hast einen Kartenordner erhalten. Du kannst den Kartenordner von Menü aus einsehen. Boah, ich brauche echt hier einen Doktor, um zu angeln. Das ist in Real Life aber leichter. Na gut, da muss ich auch keine Tasten rühren. Hallo? Es sieht ziemlich hungrig aus. Einen Fisch geben? Ich glaube, ich habe keinen. Ja, sei nicht böse, ich kann dir nichts geben, was ich nicht hab. Wie komme ich in mein Menü? Start, Select. Select. Ausrüstung. Bambusangelrute. Bambusrute. Angelrute aus Bambus zum Fischen im Bergbächen. Okay. Also gibt es ja noch verschiedene Angel für verschiedene Gewässer. Das macht Sinn. Alles Köder. Äußerst nützlicher, universeller Köder. Okay. Angelstatistik. Okay. Das, ja. Aufgaben. Das Monsterkind retten. Ein Monsterkind mitten auf der Straße vor Hunger wie gelähmt. Vielleicht möchte es etwas Fisch essen. Okay. Objekte, was habe ich denn? Ein süßer Kuchen bringt etwas verbrauchte Energie zurück. Okay, Korb. Diese Fische hast du im Korb. Keiner. Okay. Wie, ich kann nur 10 Fische mit mir rumtragen? Was ist... Ah, ich hasse begrenztes Inventar. Kartenordner, gut, wir haben noch keine Karten. Ist hier noch was? Ein mysteriöser Mann mit Aktenkoffer? Yango! Hey, schön dich zu sehen. Möchtest du was tauschen? Erklärung? Noch mehr Tutorials. Yay! Schön, was möchtest du denn wissen? Ein Punkt eintauschen? Sein muss. Ich handle mit allerlei Dingen, die man zum Angeln braucht. Wie guten Sachen, wie zum Beispiel Essen, das deine Energie wiederherstellt. Oder Dingen, die Fische anlockt. Aber nichts davon ist umsonst. Wenn du das haben willst, bring mir die Punkte, die du beim Angeln hältst. Du zahlst dann den angegebenen Preis. Was besser eigentlich? Sonst noch was? Nee. Mehr hast du mir scheinbar nicht zu erklären. Na gut, dann bis später. Der geht mir ein bisschen auf die Lunge. Was bist du denn für einer? Warum hast du einen Topf auf dem Kopf? Hiro. Da ist ein seltsamer Kerl auf dem Weg zum Fluss. Also da unten steht mal einer. Auf dem Weg ist er nicht. Du mal was zu sagen? Na, Neku. Du hast auch noch was zu erklären. Aber möchtest du etwas hören? Kartenmann tauschen? Für meine Forschung brauche ich Fische. Insekten und Blumen. Es ist sehr viel Arbeit, alles selbst zu sammeln. Ich wäre froh, wenn du mir helfen könntest. Dafür kannst du bei mir Karten eintauschen. Ich brauche allerdings eine gewisse Anzahl von Exemplaren, bevor ich dir die Karte dafür geben kann. Tja, viel mehr gibt's da nicht zu erklären. Möchtest du noch was wissen? Worüber möchtest du etwas hören? Ich dachte, ach so, nee. Über dich? Oh. Also, ich bin Dozentin an einer Universität weit von hier. Mein Lebenswerk besteht darin, alles mögliche lebende Lebewesen zu erforschen. Ich hab zu früh weggeklickt. Und nach Lebensraum und ihre Lebensweise. Ja, Lebewesen macht irgendwie Sinn. Meine Forschung nimmt mich sehr in Anspruch. Wenn du mir Insekten, Fische und Blumen bringen würdest, wäre mir das eine große Hilfe. Ich gebe dir auch Karten dafür, weil ich möchte, dass auch du etwas über die Natur lernst. Mehr gibt es zu meiner Person nicht zu sagen. Möchtest du noch etwas wissen? Nee. Dann bis später. Ich konnte noch mit dir reden. Ich möchte mit dir reden. Nein. Ach, verdammt. Da war mein Dings schon wieder zu schnell. Jetzt hätte ich euch das nochmal zeigen können. Egal. Nee. Ich möchte einfach nur mit dir reden. Such überall, wo Insekten oder Blumen... Was? Wenn du nicht gleich etwas findest, dann komm später wieder und such noch einmal.
Also ich muss nicht nur angeln, ich muss auch Insekten und Blumen finden. Okay. Da sind viele Fische. So. Wie war das? So. Und dann A. Ups.